Der Klimaschutz ist kein Badeschlappenthema. Wann in der Geschichte mussten wir darüber entscheiden, ganze Länder verschwinden zu lassen? Es ist billiger, den Planeten jetzt zu schützen, als ihn später zu reparieren. Geben Sie Ihre Stimme keinem, der sagt, das kann nicht getan werden. Wählen Sie diejenigen, die erklären, es wird getan werden. Im Leben gibt es etwas Schlimmeres, als keinen Erfolg zu haben. Das ist, nichts unternommen zu haben. Eine Umweltpolitik, die diesen Namen verdient, ist Voraussetzung für unser Leben. Wenn Europa dazu eine ökonomisch sinnvolle Klimaschutzpolitik betreibt und aufkommensneutrale CO2-Steuern beschließt, werden die ökonomischen Vorteile die Nachteile weit überwiegen. Der Markt ist ökologisch blind, genauso wie er sozial und ethisch blind ist. Verantwortungsvolle Politik muss das korrigieren, was der Markt alleine nicht regeln kann. Wer nicht zu entschlossener Klimapolitik in der Lage ist, sich verleiten lässt, die kurzfristige Gewinnmaximierung zu suchen, wird zu den großen Verlierern gehören. Wenn wir in 3 Jahren mit unseren Rollatoren bei 40 Grad im Schatten schwitzen, wird man uns fragen, warum wir damals nicht genug getan haben. Jeder entscheidet mit darüber, ob das 21. Jahrhundert ein Jahrhundert nachhaltiger Entwicklung wird. Danke.